Sri Lanka ist es wichtig, erstmals zum Tee anzuschauen, wie das gemacht wird, wie das produziert wird. Dann kann man mit den Teepflückerinnen schauen, wie es Tee pflückt und vielleicht auch mitmachen. Es ist wirklich schön, eine Teeplantage zu besuchen. Von dort kann man zum Beispiel nach Udawalawai. Dort kann man die Elefanten anschauen. Dort kann man sehen, wie die in der Natur leben. Das sind prachtvolle Tiere. Und das Symbol eigentlich von Sri Lanka. Das kann man eigentlich alles dann mit einem Zug machen, mit der Zugfahrt. Dort sieht man auch, wie die Leute wohnen, wie die Leute miteinander umgehen. Und dort kommt man eigentlich dann sehr nahe. Man kann mit denen gut schwätzen und erzählen. Und dann kommt man dort durch ein wunderschönes Erlebnis.